Bruno Berner, die Länderspielpause ist vorbei, die Nationalmannschaft war erfolgreich. Wie ist es im FC Winterthur gegangen in dieser Zeit jetzt? Ja, wir haben die Pause ausgenutzt, um mal durchzuschnaufen. Wir sind doch seit dem 19. Dezember jetzt wieder dran gewesen. Und so die letzten zwei, drei Wochen vor dieser Pause haben sich auch auf der verletzten Liste, auf der angeschlagenen Liste gezeigt. Und wir sind froh, dass wir dann mit einem grossartigen Sieg noch haben können in die Pause gehen. Das hat uns alle nochmal angelupft und dann haben wir mal durchschnaufen, einmal ein bisschen losgelassen. Wir haben dann mit dem Team noch etwas Gemeinsames gemacht neben dem Platz. Und dann hat jeder von uns dann mal ein paar Tage bekommen, um eben sich zu erholen. Jetzt haben wir die Woche sehr gut gestartet und freuen uns umso mehr, dass es auch wieder weitergeht dann am Samstag gegen Basel. Samstag, 8:30 in Basel, ein Auswärtsspiel. Wenn man sich zurückerinnert als erstes Spiel in Basel, wo man aus Standards Goal kassiert hat, haben wir da speziell jetzt das mal drauf geschaut, dass er das besser verteidigen oder werden können besser verteidigen können in Basel? Es ist ja ein steter Prozess. Standardsituationen sind andere Elemente oder sind Elemente im Fußball, auf die muss man immer Acht geben, nicht nur wenn man in St. Jakob spielt in Basel. Und wir wissen natürlich, dass so ein Gegner wie der FC Basel die Heim sofort wird Druck auf uns setzen und in den ersten paar Minuten natürlich reüssieren mit 1-2 Goal. Das wissen wir, auf das müssen wir gewappnet sein und das eben, müssen wir auch wach sein, dass wir nicht zu viele Eckball oder Freistöße um den 16. gerade am Anfang des Spiels hergeben. Also, es geht wirklich für uns auch darum, den Rhythmus wieder aufzugreifen in unserem Spiel, in unserer Entwicklung, dass wir natürlich ja, vielleicht für mich auch eine machen am Anfang mit der Standardsituation. Das hat sich jetzt ein bisschen entwickelt. Auch. Man ist jetzt zu besseren Chancen gekommen in den letzten Spielen. Also jedes Spiel haben wir eine Chance gehabt, so einen Standard raus. Wie sieht es dort aus? Eben, es ist auch da steht die Entwicklung und der Hunger bei Eckball und bei Freischuss für uns, da braucht es noch ein bisschen mehr. Aber wir wissen auch, bei der Standards Präzision vom Schützen ist sehr wichtig. Und je präziser der Ball kommt, nachher in Zielzonen und wie muss man dann anlaufen. Eben, das sind ja mehrere Abläufe müssen stimmen, dass man da zu einer Chance kommt. Aber ja, es ist so, wir kommen immer näher zu dem Goal. Jetzt ein konkreter Blick noch auf die Verletztenliste, die wirklich sehr, sehr lang war, auch zum Teil noch mit Kranken dazu. Wer hat sich jetzt können erholen in dieser Pause und wer ist noch weiterhin abwesend? Ja, der Granit Lekai hat immer nach 30 Minuten müssen vom Platz gegen St. Gallen. Er hat jetzt das Training wieder können mit der Mannschaft aufnehmen in dieser Woche. Also stand jetzt sieht es gut aus aufs Wochenende hin. Unsere Flügelstürmer, die fehlen leider immer noch. Also unsere schnellen Flitzer vorne, Latayev, Balle, Burkhardt, die stehen uns noch nicht zur Verfügung. Da müssen wir noch zwei bis drei Wochen Geduld haben, bis der eine oder andere zurückkommt. Aber das Ziel ist ja, wenn sie dann zurückkommen, dass sie dann bis Saisonende durchziehen können. Darum brauchen wir jetzt bei denen noch ein bisschen Geduld. Der Samir wird uns eh länger fehlen mit seinem Knie. Das ist so. Der Bukai, der Joe, wissen wir, der hat die Schultern operiert, kommt von einer Nasenverletzung, muss die Schulter operieren, dann wird es auch länger fehlen. Was macht das mit der Mannschaft? Dass man weiss, die Spieler sind nicht einsatzfähig, also weiter die anderen Spieler eine Chance und gibt von denen her kommt dann Energie. Es ist, einerseits tut es dir ja immer leid, auch, dass die Mitspieler sich verletzt. Aber es ist eine Chance oder ein Weg, um in eine Mannschaft hineinzukommen. Das ist ja so eine geile Karte, gesperrte. Das ist mal eine Möglichkeit, um hineinzukommen. Verletzte, das ist eine Möglichkeit, zu hineinzukommen. Oder ganz einfach, besser sein als andere. Da sind wir in der internen Konkurrenz. Das sind die Möglichkeiten, die du hast, um in eine Mannschaft hineinzukommen. Jetzt ist Mittwoch, das können wir hier deklarieren. Das Spiel ist am Samstag, also du wirst noch nicht genaueres können sagen oder, auf das Spiel hin, weil ja morgen trainingsfrei ist. Genau, wir werden am Freitag das Abschlusstraining haben. Dort weiss ich natürlich mehr. Es ist wichtig, dass wir jetzt noch aus dieser Pause herkommen. Da haben wir jetzt einen sehr guten 3-Tages-Block gehabt. Die Mannschaft hat sehr gut trainiert. Bring it on, wir wollen auf Basel, wir wollen den Match, aber wir müssen noch ein Geduld haben, ein paar Tage. Das als Schlusswort. Danke vielmals Bruno Berner. Viel Glück und Können in Basel. Danke. Roman Buss, herzlich willkommen bei FC Winterthur TV. Wir sind da, weil ihr spielt am Samstag gegen den FC Basel. Jetzt nach einer Pause, Nationalmannschaftspause. Wie erholt bist du jetzt nach dieser Pause?
Ja, sehr erholt. Wir haben ein paar Tage frei bekommen. Wir haben auch schon letzte Woche viel regeneriert nach dem Spiel gegen St. Gallen. Wir haben dann auch ein paar freie Tage bekommen, die ich mich optimal erholen konnte. Und jetzt voller Energie aufs Basel-Spiel. Was hast du gemacht in deinen freien Tagen? Ich bin mit Kollegen sind wir auf Lissabon gegangen. Wir haben das erste Spiel schauen, Portugal gegen Liechtenstein. Sehr eindrücklich gewesen. Und dann haben wir die Sonne genießen und können den Akku aufladen. Zurück in die Schweiz, zurück in die Vergangenheit. Auf Basel, dort sind wir mit den Junioren, mit der U16, Doublesieger geworden, Meister und Cup. Was hast du da noch für Erinnerungen? Ja, es war eine coole Zeit. Beim FCB hast du gelernt, dass du eigentlich musst gewinnen. Also, es wäre nicht normal gewesen, wenn wir das Double nicht geholt hätten. Von dem her hast du schon früh so ein bisschen die Winner-Mentalität entwickeln können. Das, glaube ich, habe ich bis heute mitnehmen. Das haben wir sehr viel gebracht und darum war es eine sehr coole Zeit. Und dann warst du im Kader von der U17, der Weltmeister geworden ist. Wie ist der Kontakt jetzt im Nachhinein noch zu deinen Kollegen? Zu welchen hast du noch Kontakt? Ja, ich habe zu einigen noch Kontakt. Zu gewissen verläuft sich irgendwo durch. Jeder schlägt irgendwie einen anderen Weg ein. Sharil Chappi zum Beispiel, der in Thailand spielt, mit ihm habe ich noch regen Kontakt. Mit dem Granit, der bei Arsenal spielt, habe ich auch immer mal wieder Kontakt. Ja, es sind Freundschaften, die irgendwo durchbleiben, aber auch sonst mit dem grossen Teil hat man es gut, aber hört sich nicht mal zu viel. Du hast dich mal als Spätzünder bezeichnet, habe ich in einem Artikel gelesen. Ist das das gewesen, dass du nachher nicht den Weg gemacht hast, wie die anderen gemacht haben? Also das hat ja nur 3-4 gehabt, oder? Kann man sagen, aus dieser Kategorie, die dann ins Ausland, sehr schnell ins Ausland gegangen sind. Und du bist ja einer gewesen, der dann in der Schweiz geblieben ist. Ja, ich weiss nicht, ob das aufgrund von dem war. Ich habe einfach von Anfang an gewusst, dass ich ein Spieler bin, der meine Zeit braucht, der ein gutes Umfeld braucht, der sich wohlfühlen muss in dem Verein, wo er ist, dass er seine Leistung zeigen kann. Und das hat sich bis heute eigentlich so durchgezogen. Du bist ins Kader vom FC Basel, also in der ersten Mannschaft, und dort hast du das Double geholt. Was hast du da noch für Erinnerungen daran? Ja, sehr gute Erinnerungen. Ich meine, ich konnte mit Top-Spielern zusammenspielen und die Garderobe teilen. Doppelsturm, Marco Strelle und Alex Frey als Beispiel. Auch sonst sehr viel Qualität im Training. Ich musste in jedem Training parat sein, wie für ein Spiel. Also es ist zur Sache gegangen, ich konnte sehr viel mitnehmen. Und ja, so die Winner-Mentalität von diesen Spielern ist mir wirklich geblieben und das sind ein Vorbild. Nachher bist du zum FC Wohlen gegangen, zum Chiriakos Forza. Ihr habt dort eine Mannschaft gehabt, die überraschenderweise ganz lang vorne mitgespielt hat, mit Spielern, die man auch nachher noch gesehen hat in der Super League. Wie ist die Zeit? Was hast du da für Erinnerungen an die Zeit? Ja, auch sehr cool. Ich bin dort zu Wohlen gegangen, weil ich einen Trainer gebraucht habe, der mich spielen lässt, der mir das Vertrauen gibt. Und das habe ich mit dem Chiri dort gefunden. Wir hatten eine sehr junge und hungrige Mannschaft, die vielleicht nicht viel auf dem Zettel hatte, aber wir haben gut geschafft und ich glaube, wir haben viele können überraschen in dieser Saison. Und dann hast du zu Thun können wechseln in die Super League. Hättest du dort Urs Fischer gehabt und dann ist es aber glaub, 2-3 Tage gegangen und er hat gesagt, dass er Trainer wird bei Basel. Wie enttäuscht bist du? Ja, es war logischerweise speziell, weil er ist der Trainer war, der mich zu tun hat holen wollte. Dann nach 3 Tagen ist er zum FCB gegangen. Sehr speziell war, aber dann ist auch wieder der Chiris Forza Trainer geworden, wo ich gewusst habe, der auch ein Typ ist, der mich als Spielertyp gerne hat, der mich fördern möchte als junger Spieler. Und darum hat das keine grosse Rolle gespielt. Ich wusste, ich muss meine Leistung zeigen, dass ich zu Einsatz komme. Und so war es dann auch. Nachher bist du zu St. Gallen gegangen. Was war da die Überlegung? Ja, ich wollte nach Thun einfach den Schritt vorwärts machen. Und ich glaube, den habe ich gefunden mit dem FC St. Gallen. Ich hatte sehr coole 3 Jahre bei St. Gallen. Sehr viel mitnehmen, viel profitieren. Und wie gesagt, ist alles eine Stufe grösser als noch zu Thun. Wie gut redest du Französisch? Ja, ich rede schon nicht schlecht Französisch, aber ja, bleibe ich mir besser beim Deutschen. Nachher bist du auf Lausanne, also fragte genau. Das wegen dem. Dort war ein halbes Jahr gewesen. Und dann nachher nochmal zurück. Aber 2019 bist du dann zum FC Winterthur gekommen. Und das ist jetzt die längste Zeit, wo du bei einem Club bist, in der ersten Mannschaft. Fühlst du dich da sehr, oder wie heimisch fühlst du dich da? Ja, sehr. Ich glaube, man merkt es so, ich fühle mich pudelwohl. Ich glaube, so kann ich auch meine Leistung zeigen. Das ganze Umfeld ist top, die Mannschaft auch. Ja, es stimmt einfach. Und etwas, was mir aufgefallen ist, also du schiessest regelmäßig deine Goal, du bist der Penalty-Schütze vom Dienst. Vielleicht zu dem, es hat ein Penalty gegeben, wo du nicht reingetan hast. Dort hast du gegen Simone abgespielt, der dann noch entscheidende Goal geschossen hat, quasi dein Zwillingsbrüder. Wie war das damals gewesen? Das hätte ja ein 6-Punkte-Spiel sein können.
Ja, es ist sehr enttäuschend für mich, logischerweise, weil ich gewusst habe, ja, Penalty schießen kann ich eigentlich, liegt mir. Und ich habe die Drucksituationen gerne, die suche ich auch. Und darum bin ich logischerweise enttäuscht gewesen, weil gerade es ist das letzte Spiel vor der Winterpause. Und mit diesem Gefühl gehst du irgendwie dann durch die Winterpause durch. Und ja, das hat mich schon eine Zeit lang gefuchst, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber irgendwo durch ist es dann auch Ansporn gewesen für die zweite Saisonhälfte, dass ich wusste, okay, ich kann irgendetwas Gutes machen und ich möchte die Punkte, die ich quasi verschenkt habe in diesem Spiel, möchte irgendwie wieder zurückschenken. Und ich glaube, das ist mir eigentlich gut gelungen dann im zweiten Teil. Ein Satz noch zurück noch zum Simone Rapp. Ich habe gesehen, dass ihr immer wieder in gleichen Clubs gespielt habt. Inwiefern hat er das beeinflusst, dass du vielleicht dann den Club gewechselt hast oder dass du weniger Einsatzzeit gehabt hast? Oder dass sie zusammen auf dem Feld gestanden sind? Wo eigentlich gar nicht. Ich meine, er ist ein Spieler, den ich sehr geschätzt habe und immer noch schätze. Ich meine, ich habe sehr gern und sehr gut mit ihm zusammen gespielt. Darum glaube ich nicht, dass das irgendeinen Einfluss gehabt hat, ob ich jetzt mehr oder weniger spiele. Ich habe meine Leistung müssen zeigen, überall, wo ich gesehen bin. Und ich glaube, das ist mir nicht allzu schlecht gelungen. Und dann ist der Aufstieg gekommen, die riesen Euphorie. Wie hast du das noch im Nachhinein im Kopf? Ja, wahnsinnig natürlich. Ich meine, was abgegangen ist in der ganzen Stadt, in der ganzen Region, ist wirklich unbeschreiblich gewesen. Wir reden heute teilweise noch darüber und ja, wäre schön, wenn wir wieder mal so etwas erleben könnten. Jetzt geht es zurück auf Basel, also quasi deine Heimat zurück. Wie ist das emotional für dich? Ja, ist immer noch speziell, ganz klar. Ich muss aber auch dazu sagen, es sind jetzt doch ein paar Jahre vergangen. Ich habe schon das ein oder andere Spiel gegen Basel spielen. Darum vielleicht nicht mehr ganz so gleich wie am Anfang, weil jetzt auch die ganzen Kader gewechselt haben. Es hat nicht mehr so viele Spieler, die ich noch kenne von früher. Aber trotzdem immer noch speziell. Meine ganze Familie wohnt in Basel, Kollegen habe ich noch dort. Von dem her ist immer noch sehr speziell. Und der Trainer von Basel ist wieder der Trainer von damals, von 2012. Ja, das ist richtig. Er war zuerst Co-Trainer von Thorsten Fink. Als Thorsten Fink zu Hamburg gegangen ist, hat er dann übernommen. Darum, ja, ihn kenne ich auch noch gut und ich freue mich aufs Wiedersehen. Jetzt mit Winterthur, was hast du da noch für Pläne oder Wünsche, was du da noch willst erleben? Ja, auf jeden Fall, wenn wir den Ligaerhalt abheilen in dieser Saison, das ist ganz klar. Wenn möglich direkt. Ja, das ist mal das Kurzfristige und alles andere, was dann noch kommt, werden wir dann sehen. Was heisst also Vertragsverlängerung oder das heisst im Moment nichts dazu? Ich fühle mich sehr wohl, das weiss der Verein. Und wie es dann wird kommen, das werden wir zum guten Zeitpunkt werden das gemeinsam entscheiden. Aber ich mache mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ich glaube, der Verein schätzt mich auch um meine Arbeit. Darum mache ich mir da eigentlich relativ wenig Gedanken. Danke vielmals für das Interview. Gerne. Roman Buss und viel Glück in Basel und positive Emotionen. Danke vielmals.